Der ist wach. Du hast nicht die Waffe gesehen, die ich gemacht habe, hast du? Also, Waffe, die Pistole. Du meinst die hier? Jemand ist gekommen und hat sie gestohlen, während ich geschlafen habe. Mann, das ist... Deswegen hätte ich sie in meiner Tasche behalten sollen, wenn es passiert ist. Aber was soll's. Hey! Ist das da nicht meine Waffe? Was tust du damit? Ich habe sie nicht für dich gemacht. Gib sie zurück. Und er hat den Polarstern genommen. Nein, pah! Ich sehe, dass du meine Waffe anscheinend sehr viel benutzt hast. Weißt du was? Ich habe lange geglaubt, dass die Waffe von jemandem, von einem selbst hergestellt werden sollte. Der mit der Waffe eines anderen kämpft und diese Kraft als sein eigen betrachtet, ist Witless. Wie übersetze ich jetzt Witless? Der ist schwach. Nein, nicht schwach, der ist einfach nur... ja, egal, ihr müsst es selber nachgucken. Er ist... Ich kann mir denken, was er sagt, aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Der ist halt... komm schon. Superfax, denkt ihr was aus? Egal, ich mache einfach weiter. Der eine, der seine Werkzeuge dafür beschuldigt, dass... was seine eigene Kraft nicht bringen kann, derjenige ist ein Depp. Nein, kein Depp. Ich weiß, was Fool bedeutet, aber mir fällt das Wort wieder nicht ein. Das ist zum Mäusemelken. Derjenige ist ein anderes Wort für Depp. Ein Idiot oder so. Wie auch immer, wenn ich diese Waffe sehe, die du so erbarmungslos, die du so bis zum Ausreiz benutzt hast, bewegt es mich zu Tränen. Daran zu denken, dass solch eine Nutzung möglich war, bevor die Waffe überhaupt fertig ist. Und ja, ihr hört richtig. Die Waffe ist noch nicht fertig. Ha! Ich entschuldige mich für mein Murren. Du kannst die Waffe behalten. Natürlich, nachdem ich sie fertiggestellt habe. Oh ja. Blitz, Blitz, Blitz. Der Polarstern wurde die Spur. Oh ja. Sie ist weiß. Und Level 1. Und das Schöne ist, erstmal Level 1 ist der gleiche Schuss wie Level 3 Polarstern. Das ist schon mal genial. Und außerdem... Man sieht zwar oben zwar Level 1, aber ich kann keine Erfahrungskristalle einsammeln, um diese Waffe aufzuleveln. Dafür, wenn ich den Button gedrückt halte, kann ich es aufladen. Wenn es auf Level Max ist, bam, fetter Laser. Level 2, ja, kleiner Laser. Level 3, ja, Doppellaser. Aber richtig stark ist sie erst mit dem Max-Laser. Hey, warum sind hier auf einmal so viele? Man sieht schon, bam, 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 mal eben so weggefetzt, die Viecher. Und das sind... das sind mehr als vorher. Garantiert. Oder irre... Nein, das sind mehr als vorher. Ich irre mich nicht. Ich irre mich niemals. So, Level Max und... Bam! Einfach so mal eben hier 20 Schaden rausgehauen. Das ist noch nicht mal das Höchste. Ich glaube, die können einfach nur nicht mehr Schaden anzeigen. Ich habe Videos gesehen, wo einer, glaube ich, 50, 60 Schaden mit einem Schuss gemacht hat. Und deswegen hat es sich gelohnt, mit dieser Waffe zu warten. Wie viele Gegner sind hier eigentlich? Hallo? Ich will hier nur raus. Woher kommt ihr überhaupt? Nee, da. Ja, der Hall. Ey, guckt euch das an. Der ganze Boden ist voll von den Viechern. Das wusste ich nicht. Ich habe mir die Waffe nämlich vorher noch nie geholt. Ich habe erst davon gelesen, dass diese Waffe existiert, nachdem ich das Spiel durchgespielt hatte. Deswegen. Das ist schon ziemlich cool jetzt. Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich übermächtig. Jetzt kann uns nichts mehr im Weg stehen. Oh ja, wir haben den Booster 2.0, wir haben den Spur oder wie auch immer man es ausspricht, ist egal. Ich sag einfach Spur dazu. So, ich glaube, das habe ich in einem früheren Video auch schon gesagt, dass ich Spur dazu sagen will, aber was soll's denn? Ja, ich sollte den Booster ein bisschen mehr einsetzen, denn ach, das sind noch mehr. Ich gehe erstmal speichern und ja, Leben ein bisschen auffüllen. Es hat ein bisschen Schaden genommen. Aber die Viecher sind ja Gott sei Dank nicht so stark, deswegen ist das in Ordnung. Ah, aufladen. Das ist so eine tolle Waffe. So, na toll, ich kann, wenn es aufgeladen ist, nicht durch die Tür gehen. Egal. So, ihr Viecher. Oh, du kannst da drüber. Nein, das ist... Bam!
Bam, nochmal. Aufladen, Max, 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 Max. Und, na toll, egal, machen wir es einfach so. Es geht schneller, glaube ich. Sonst langweile ich euch damit, wenn ich für jeden Gegner die Waffe einmal komplett auffülle, dann wäre doof. Jetzt muss ich überlegen, was ich jetzt mache. Also ich weiß, wo ich hin muss, aber ich überlege, ob hier noch irgendwas ist, was ich holen kann. Aber ich glaube nicht, nein. Ich weiß auf jeden Fall, ich muss nochmal zurück ins Labyrinth, denn da gibt es einmal einen kleinen Zusatz für die Spur, die man halt nur kriegen kann, wenn man die Waffe geholt hat. Ja, ich sag lieber Spur, das klingt besser als Spur. Spur, so, ich sag Spur. Ja, und dann war da noch die Rüstungserweiterung, mit der wir nur noch halben Schaden nehmen. Und ja, die will ich unbedingt haben. Und ja, egal. Professor Booster, hast du noch was zu sagen? Nimm Sue mit dir und fliehe von dieser Insel. Ich bitte dich. Ja, werde ich machen. Oh, genau. Hier steht, also Wörter erhellen den Bildschirm. Geh in den Eckkorridor. Kazuma hat es unterschrieben. Deswegen speichere ich nochmal eben und gehe mir nochmal in den Eckkorridor, da wo die lustigen kleinen Elefanten waren und das komische Vieh am Boden, was uns 100 Schaden gemacht hat. Was wir immer noch nicht überleben können. Und, ey, ich kann ins Labyrinth. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber... Also ich hoffe, ich komme wieder zurück. Labyrinth B? Wo zur Hölle bin ich jetzt gelandet? Okay. Ich hab... Moment, Moment. Jetzt will ich wissen, wo ich hier bin. Was es hier gibt, denn ich kann mich nicht... Das ist, wo Professor Booster gelandet ist. Ja! Hier bin ich richtig, okay. Gut, jetzt habe ich auch den vernünftigen Booster und kann mich hier aufladen. Aber ich weiß jetzt nicht, welcher Weg kürzer ist, ob ich nach links gehe und dann weiter. Ich glaube, genau hier bei der Teleporter. Probieren wir mal unsere Waffe an euch aus. Und ihr könnt mir jetzt nicht mehr abziehen an Erfahrungswerten, denn die Waffe hat keine Erfahrung. Haha. Gut. Na, Raketen. Nein, ich habe sowieso volle Raketen, aber die Herzen kann ich gebrauchen. So, und ich metzle mich hier einfach durch mit der neuen Waffe. Die ist echt... Dafür hat sich das Warten gelohnt, dass ich die Maschinenpistole nicht geholt habe. Aber ey, wie viele sind hier? Wollt ihr mich mal durchlassen? Hier war doch der Monster X, hieß der Boss, der hier war. Dieses Fahne-Ding. Komm, stirb! Mann. Moment, brauche ich... Ja, du kannst Waffenerfahrung gebrauchen. Sehr schön. Raketen habe ich voll. Ist egal. Ihr sterbt. Ich sagte, ihr sterbt. Damit meinte ich nicht nur den einen. Ja, spring da noch rein. Dankeschön. Du brauchst Max, gut, Max. Und du kannst auch noch was gebrauchen. Hallo, gehst du mal da hoch? Na, ich hab den Booster. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich einen Booster habe. Aber ich komme... doch, ich komme zurück. Gut. Ich dachte erst, ich käme hier nicht mehr zurück. Das wäre ein bisschen doof. Aber durch den Booster fällt es jetzt auch viel einfacher, hier durch zu manövrieren. Ich muss einfach nur ein bisschen mich bewegen. Und... voila. Perfekt. So, hier war das... Eine, Level Down. Ah, ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. So. Na, lasst mich doch alle in Ruhe. Oh, okay, ich mache euch erst fertig. Egal, ihr geht mir auf den Sack. Ich will euch nicht bekämpfen, Mann. Macht mir viel... Okay, ich gehe mich erstmal heilen. Denn ich habe zu viel Schaden genommen. Hast du mir noch was zu sagen? Ich bin ein Doktor. Hier, lass mich deine Lebensenergie wiederherstellen. Sieht so aus, als würde die Medizin funktionieren. Sie wird bald zurück in der Action sein. Bla, alles dank dir. Ja, ich bin ein wahrer Held. Ja. Selber auf die Schulter klopfen. Nein, nein, Eigenlob. Eigenlob stinkt. Das wollen wir hier nicht praktizieren. So. So, ich bleib hier oben. Diesmal ist es schwerer, mich runterzuschubsen. Und diesmal mit dem Booster komme ich auch hier hin. Endlich. Ich kann mir das holen, was ich haben wollte, als ich mit dem Kern gekämpft habe. Oh ja. Und die Arms Barrier. Sehr schön. Nein? Nein? Ach, damit kann ich auch Waffen wechseln? Okay, ich bin gerade ein wenig über meine Tastenbelegungen verwundert. Aber wie auch immer. Die Arms Barrier. Wenn du Schaden nimmst, wird's... Ach so, nein. Oh. Oh. Schade. Ich dachte, ich nehme damit halt nur halben Schaden, aber damit wird anscheinend nur die Waffenenergie, die man verliert, halbiert. Das wäre natürlich auch nützlich gewesen für den Raketenwerfer und so, aber naja, egal, was soll's. Alien-Medaille. Darauf ist eine Silhouette eines Aliens eingraviert. Es hat keinen Nutzen! Ja, ich weiß, dass es keinen Nutzen hat. Gut. Königs Unterwäsche.
wurde von der hinter der Wand zurückgeholt. Grün-gelbe Höschen, grün-gelbes Höschen mit einem süßen kleinen mit einer süßen kleinen Insignie. Kein Nutzen, ich weiß. Lippenstift oder Lippenstift. Es hat keinen Nutzen. Ich weiß. Egal. Gut, dann will ich jetzt auch noch zurück in den Labyrinth-Shop. Denn der war nicht weit weg. Und da kriege ich noch was eigentlich. Ja, es ist quasi nutzlos. Es ist pseudo... nein, ich bin quasi nicht. Es ist quasi hilfreich. Es ist so ein pseudo-hilfreiches Item. Weil ich habe jetzt einen Spore und das Ding hilft mir noch, Gegner zu besiegen und hier total toll durchzumanövrieren. Und ich... mir ist es jetzt egal, was ihr macht. Und ich kann hier rein. Ja, ich kann hier rein. So, mit dir will ich reden. Du wolltest mir erst die Schlange geben. Was gibst du mir jetzt? Hey, das ist der Labyrinth-Shop. Aber es tut mir leid zu sagen, dass wir ausgeraubt wurden vor kurzer Zeit. Und es gibt nichts mehr zu verkaufen. Tut mir leid deswegen. Seufz. Hier, wie wär's damit? Und wir haben den Whimsical Star bekommen. Ja. Nur eine Dekoration, fürchte ich. Aber du hast sowieso schon die stärkste Waffe, deswegen, was kann ich sonst so noch tun? Ja, und Whimsical Star, wenn ich meine Waffe auflade, kriege ich Sterne, 3 Stück an der Zahl. Und diese machen geringen Schaden, halt 1, wenn sie treffen, das ist wirklich nur Dekoration. Aber was soll's. Außerdem, wenn ich eine Waffe auf maximaler Erfahrung habe und dann noch Erfahrungskristalle aufsammle, dann kriege ich außerdem noch Sterne. Und wenn ich halt getroffen werde, verschwinden, glaube ich. Aber das ist egal. Und ich speichere und mache einen Schnitt. Und sage mal, wir sehen uns später. Haut rein, Leute!